Hallo, lassen Sie mich raus. Ich habe Platz 1. Was war das schon wieder? Die Füße. Kelvin! Was macht das Holz? Sind schon unterwegs? Kennen Sie das? Ellie, ich kenne dich doch. Kannst du mal kurz kommen? Wir haben Besuch. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir in den Kabin. In seiner Kapuze und ich wollte zwar hier noch weiter... Hi Kelvin, wollte hier noch weitermachen, aber ich hab's nicht geschafft. Ich hab's einfach nicht geschafft. Aber so viele ist es nicht mehr. Wir schaffen das schon zusammen. Aber das ist nicht das Einzige. Auch hier müsst ihr jetzt sehr, sehr stark sein, denn wie gesagt, ich hab bei 7 Days schon gesagt, ich habe Sachen angestellt. Seid stark. Hi, ich bin's. Der Kabin. Mit Kamera diesmal. Und immer noch scheiße ausgeleuchtet, weil nämlich bei mir gerade die Sonne scheint. Aber ist nicht so schlimm. Das halten wir schon durch. Also, antitimt. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Hey, ich weiß nicht, komm immer noch nicht mit klar. Das ist der billigste Kronleuchter, den du bestellen konntest. Mann. Gut, okay, also, ich würde mal sagen, nee, warte mal, ich mache jetzt mal zu und dann hier wegschlorpen. Dann schlorpen wir eine Runde und dann bauen wir hier weiter. Dann machen wir das fertig. Nicht wahr, Kelvin? Du schläfst auf dem Boden. Was heißt hier nein? So, das sind ja die Standardpunkte, ne? Die an, ja, gut, weil, wie gesagt, ich wollte ja auch noch in die Höhle rein, also die versperrt ist und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, vielleicht ist die ja jetzt freigeschalten oder so. Hallo, lassen Sie mich raus. Ich habe Platzangst. Was war das schon wieder? Die Föhe. Alter, hab ich gerade innerlich so. Gut, okay. Halb so wild. Es ist nur Ellie. Und Kelvin mit seiner Wand. Er mag seine Wand. Ich red ihn auch da nicht rein. Er muss schon wissen, was er da macht. Das Einzige, was er noch nie weiß, ist, wie man Holz schleppen tut. Glaube ich. Sei ihn geschnappt. Kelvin! Bleib mal stehen kurz. Du alte kleine Blitzbirne. Ich hab dafür dir einen Job. Der ist wie für dich. Ich lasse es. Es muss sich noch rausstellen, ob der für dich gemacht ist. Da. Versuch es. Tu dein Bestes. Dein Bestes ist gut genug. Und dann muss ich aber noch schnell was. Ach so, da war ja auch was. Muss ich bloß noch mal trinken und was essen. So. Ruck mal ein Stück. So. Ja, dann sind wir hier durch, wa? Also hier oben jedenfalls. Und dann muss ich bloß noch warten, bis der Winter kommt. Der Winter ist coming. Sehr, sehr schnell und sehr, sehr kalt. Was? Kelvin! Was macht das Holz? Ist es schon unterwegs? Ich hoffe, nee, der holt hier nasses Holz. Lass dich doch immer so scheiße verbauen. Das delt doch. Genau wie meine Stone. So, Ellie ist natürlich... Ich mag, dass sie hier ist. Da fühle ich mich gleich um ihn... Ja, sicherer. Es sei, sie fängt an rum zu ballern. Da ist überhaupt keiner sicher. Weder die Kreaturen, also die Kannibalen, weder die Mutanten, noch Icke oder Kelvin. Die, wie gesagt, die macht keine halben Sachen. Die nietet nur um. Sie hat so viele UHF gesehen. Waffen töten keinen. Oder nicht? Was sag ich doch? Die Ratzfazierte. Lauf hier holt. Sag mal. Seht ihr das? Das ist doch total.
Da kannst du auch ein Paket zwischenschmeißen. Ich kann da rüberspucken auf der anderen Seite. Naja, gut. Vielleicht habe ich jetzt ihn getroffen oder so. Ja, wie ist das schon? Und Kevin? Also irgendwie sehe ich da nicht irgendwie was mehr wären. Ist er schon wieder bei seiner Wand? Nee, die wurde gerade eingenommen. Ich will doch bloß ein bisschen Holz. Vor allen Dingen, es wurde ja gesagt, er schleppt jetzt auch immer zwei. Das hat auch mal für 3 Sekunden funktioniert. Und dann hat er sich gedacht, ich lass mich doch nicht verarschen. Werd nicht bezahlt, also schleppe ich auch nichts. So, kommt mir so vor. Nein, lass mich in Ruhe. Kennen Sie gar nicht. Elli, ich kenne dich doch. Kannst du mal kurz kommen? Wir haben Besuch. Aber er ist dumm. Also. Hallo Sie? Was sind Sie? DHL? Oder DPD? Oder Dummbatz? Ich glaube, das trifft das ganz genau auf den Punkt. Haben Sie sich was getan? Ah, ein Pflaster macht das doch, will er, wa? Ja, gut. Oh. Da war ja was. Ich war ja schon fertig. Sorry. Kannst deinen Kopf behalten. Ich will den denn, also, Elli? Ich muss mal kurz austreten. Das war. Ich muss mal kurz weg. Ich gehe mal kurz hier hinten hin. Vielleicht hat er sich gleich. Na, jetzt ist er weg. Jetzt sammle ich Holz. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was das ist. Also, der hat einfach keine Böcke. Faules Stück. Arbeite! Na gut, Musik will aber jetzt. Autsch, 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 Autsch. Klo, Klo. Bin gespannt, ob der noch überhaupt was macht. Immer mal zur Seite, Ellie. Der ist doch schon wieder. Der ist doch schon wieder weg. Achtung, Achtung! Ein Kelvin wurde vermisst. Bitte nicht abgeben. Kannst behalten. Ich liefer dir so ja noch Holz extra. Ach, übrigens, ich wollte eigentlich was trinken, wa? Bevor der Lulatsch kam. Lulatsch. Bin immer nur überblendet. Aber ich habe alles gemacht. Ich habe hier alles zugedunkelt. Aber wenn ich jetzt das Licht ausmache, was ich mir besorgt habe, dann ist es wieder zu dunkel und dann funktioniert es nicht. Wie gesagt, das ist ja bloß erstmal ein Test. Das ist auch nicht hier so eine Trillion-Euro-Kamera und so. Es ist genügend. Habe ich mir gedacht. Das reicht. Das reicht jetzt. Wo ich muss sagen, dafür, dass die unter 50 Euro gekostet hat, aber Full HD und 60 Hertz hat, das ist schon nie so verkehrt. Gut, dass das ein bisschen grieselig ist jetzt durch, auch mit Lichtverhältnis und so, ja gut, ne. Aber ich sag mal so, für den Anfang reicht das. Für den Anfang ist das okay. Und wie gesagt, diese Ausleuchtung, zwei Lampen, was ich mir da besorgt habe, sind auch bloß 30 Euro oder so. Und da habe ich extra, da habe ich neu gestaunt. Also ich habe mir ein Lampen, das war kein Set, wie gesagt, das war eine normale LED-Beleuchtung. Und die kam heute an und das waren zwei gewesen, statt eine.
Mit Blenden, alle drum dran. Ihr Stelle, alles Schnicke. Da kannst du nichts sagen. Lampen. Hallo, Elli. Hab ich dich erwischt, wa? Ein Rumlungern. Ein Schwein. Ich hab viele zu klein gebaut. Es kann aber auch wirklich sein, dass ich hier zu groß gebaut habe. Und dass er deswegen nicht mit klarkommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum das so sein sollte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht, wenn ich das leer habe, dann werde ich mal die Dinger nach vorne setzen oder so. Und dann schauen wir mal, ob es denn wieder funktionieren tut. Vielleicht ist er mit der Gesamtsituation unzufrieden. Kann ja sein. Vielleicht mag er das nicht. Dann müssen wir das korrigieren. Ach, ich mal so. In meinem blinden, leichten Sinn. Ja, ja. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Das doof ist aber, wenn ich das jetzt nach vorne setze, dann muss ich ja wieder weiterlaufen. Damit bin ich auch nicht zufrieden. Das ist ja auch Kecke. Kecke ist das da. Kann ich dich hier runterhängen lassen? Nein, das funktioniert natürlich nicht. Aber könnt ihr erstmal da so ihn ransetzen? Denn eine Schrehe? Und dann das machen? Oder vielleicht lasse ich das auch so und mache das hier als getrennten Raum. Da täte auch irgendwas haben. Ist nicht was, aber täte was haben. Aber Täter denn haben? Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. So. Passt, wackelt halt Luft. Nee, wird das ja. Oh oh. Ja, das passt auch so. Ja, nie machen brauchen. Das war jetzt mal eher. Was war denn das eben? Da ist irgendwann im Wasser gefallen. Das ist nicht so cool. Ach, jetzt, nee, ist in Ordnung. Ist alles gut. Hier bleibt doch immer Holz übrig und es fällt gleich ins Wasser rein. Da sag ich doch. Nee, dann brauche ich kein neues Holz holen. Dann zieh ich einfach das Holz raus. La la la. La 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 la. Schubidubi da da. Sag mal, der schlägt hier das Holz? Kriegt das nicht rüber? Lässt das hier liegen und verrotten? Ja, ist denn der total played? Ich glaube, ich hab das gefunden, wo er das Holz versucht zu holen. Und dann läuft er von nach hinten durch oder so. Dann läuft er wieder rum. Er kann das nicht. Weil das muss der ja jetzt erst gefällt haben. Kelvin, Kelvin, Kelvin. Also irgendwas stimmt mit deiner Timeline nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und kann ich das jetzt hier so ansetzen, um das... Nee, das geht nicht. Ich wollte das jetzt so hochkant da so ransetzen. Hochwart. Kann ich ja auch so zumachen. Lass dich mal liegen. Denn sieht es so aus, als ob das so gewollt ist. Also ich meinte, natürlich ist es so gewollt. Ich mach doch nicht Sachen hier einfach so. Chaos-System oder was? Ja, ist doch gut. Ist alles gut. Und da hat's Bums gemacht. Ganz schön morsch, das Ding. Gut, aber da muss ich immer noch was dazwischen hängen. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich schon wieder anders.
Ich doch eigentlich so ein kleines Ding. Jetzt hör auf und mach Kenny auf Darth Vader. Los, hier hoch mit dir, du. Lurch. Dann muss ich den Zaun nochmal nachbauen. Ja, ja. Da denkst du, dann machst du richtig und dann. Guck mal, das ist doch noch da. Stimmt, weil das nicht so verbunden war hier. Spielt noch keine Verbindung. Echt, das ist doch alles hier nie so. Ich glaube, Elli hat Spaß. Irgendwas sagt mir das. So, jetzt kann ich das daran. Und wenn ich das denn mit den anderen auch nur zusätzlich verbinde, müsste doch eigentlich genau. Ist nicht schön, ist es anders. Ich muss mal kurz gucken, was die da machen. Für Faxen. Was denn da los? Sag doch, guck mal da. Kevin schlägt da hinten das Holz. So, dann lüft er da rüber. Kick mir jetzt an. Interessant als der Bauen gerade. Ey, der läuft über Panko, um Holz zu holen. Ja. Geht der jetzt komplett unten am Strand lang? Nee, jetzt geht er da rüber. Say what? Aber warum? Ich muss da noch was bauen da drüben, dass der auch den Weg nimmt. Ich muss mir was dahin fallen lassen. Holy moly. Ah, hier steckt ja noch ein Holz. Wo er sich verletzen tut. Also, achso, dann brauche ich ja auch nochmal Holz. Sieben, sagen wir mal zwei Stücken her. Ich muss da drüben irgendwas hinbauen, dass der Hannes da langlaufen tut. Weil da ist eine ganz, ganz große Klippe, über die er nicht steigen kann. Zeige ich es euch mal. Da. Diese Klippe, da kann er hier rüber. Geht nicht. Also ich stolper durch Zufall immer rüber. Also gerade so. Aber er, Kelvin, der sagt sich, nee, der tut mir nicht an. Die kann da auch hier nichts hinbauen, also. Geht doch. Nicht das jetzt hier so? Kann ich vielleicht noch ihn zwischensetzen und dann die Treppe runterbauen? Dass er da vielleicht rüberhüpft? Ich probiere das einfach aus. Ah, du böser, böser Baum, weiche Satanas. Satanas. Warten Sie mal kurz. Geh mal die andere Seite. Zirp, zirp. Cheep, cheep, meinte ich. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Gut, wenn ich jetzt. Ja, gut, wenn ich jetzt hier eine Schräge ransetze, macht das ja auch die Sache nicht besser. Oder was sagt ihr? Wir halten uns heraus. Mach doch, was du willst. Irgendwie fühle ich das gerade nicht. Irgendwie. Sagt mir das da. Kelvin wird auch das meiden. Schön war. Er wird sich denken, da geht doch nicht hoch. Hallo? Das ist ja mal Mucht, ist das da. Damit kannst du einen Biber anlocken, aber nicht mich. Nee. Kann da auch nix. Was da sehe, will er nicht. Kann ich hier vielleicht? Dann hätte ich aber trotzdem die Kante. Ach, das bringt doch alle nichts.
Der ist so dumm wie Nacht. Bitte. Das ist ein Stab. Warum kann der jetzt so schräg bauen? Also. Kelvin, du kannst jetzt da, das ist safe, ist das. Da kann nichts mehr passieren. Hey, Ellie. Kannst du mal bitte versuchen, hier rüber zu gehen? Was denn? Wo denn? Warte mal, ich schmeiß mal kurz weg. Ich komm einfach mal mit. Vielleicht finde ich ja diesmal, was sie will. Bin dicht auf den Fersen. Oh, Bären. Na, so was aber auch. Da wäre ich nicht von alleine drauf gekommen, Mensch Mädel. Danke. Danke. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Und dafür lasse ich das Holz fallen. Hätte ich nicht so eine Angst vor ihr, würde ich jetzt sagen, sag mal, spinnst du? Aber ich bin ja nicht komplett irre. Das ist keine Zwille, was die in der Hand hat. So, ja, gut. Bringt mir erstmal gar nichts. Ich hab nichts gesagt. Nee, nicht schon wieder. Ich will nicht. Ja, ich geh mir nochmal Bären anschauen. Verdammt! Ich brauche einen Gärtner. Kelvin! Ich hätte einen neuen Job für dich. Ganz leicht. Das wirst du auch schaffen. Kann ich hier eine Tür? Wenn ich das jetzt hier so mache, dann ist das ja zu. Bitte könnt ihr jetzt so rumlaufen, aber wer will denn das schon? Wenn ich das jetzt so mache... Das sieht auch nicht so schön aus. Das hätte schon was. Könnte ich ja so zumachen? Ah, wie gesagt, wenn, dann kann ich ja auch so rennen. Also, diese Möglichkeit würde ja bestehen. So, ich mach das einfach mal. Ah, ich glaube, ich mach das mal. Wir haben ja die Front frontal fertig gemacht. Krass war. Wir sind schon harte Jungs. Und Mädchens. Buben und Mädels. Die wollte ich ja eigentlich auch noch so machen. Aber ich hätte gerne, dass ich die so hinstelle. So hier. So eine Zack-Bums. Und... Aber ich kann das ja nur hinlegen. Gar nicht, was das soll. Ich mach das dahin. So. Dann mache ich ihn dahin. So. Und dann mache ich das aber schon fest, dass es nicht runterpurzelt. Und das machen wir jetzt bis hinten hindurch und singen Bums Faldera. Ich hoffe, dass nicht, dass sie hier lang husten tut und dann zack, Bums. Was mache ich jetzt mit dem Holz? Ich hätte noch Holz abzugeben. Zwei Stämme, fast ja nicht gebraucht, ganz neu. Moment mal, ich war doch da hinten noch nicht fertig. Ich weiß, was ich mit dem Holz mache. Wir kommen auch so durch. Alles gar kein Problem. So, hoffentlich rutsche ich jetzt nicht ab. Ich will hier keine Grätsche machen. Ich glaube, das wäre ungesund. So. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier den Boden fertig. Fix und fertig und dann ja, werde ich die Dinger umstellen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Kelvin irgendwelche Probleme damit hat. Vielleicht gefallen sie ihm nicht. Oh, ich glaube, der hat welche hier erschleppt. Ein.
Von Zweier. Wo hat er den anderen gebunkert? Gut, wie gesagt, wir müssen nicht alles wissen. Er ist einsam. Heidewitzka. Ja, ich weiß, ich wollte was trinken. Ja, mach ich doch nicht. Drama Queen. Kann auch von hier trinken, ja, das geht. Das ist gar kein Problem. So, dann will er was essen. Das ist natürlich auch kein Problem. Man gönnt sich ja sonst nichts. Matschepampe. Ich würde das immer noch nicht runterkriegen, aber ich glaube, wenn Apokalypse und so ist. Ich glaube, du würdest sehr, sehr viel essen, von denen du jetzt noch sagen würdest, das ist er nicht. Es wurde oft genug bewiesen, dass Menschen in so Notsituationen alles essen. Und ich meine wirklich alles. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also mal, dann reiße ich die jetzt ab. Ich brauche da oben ja eh Holz. Dann werde ich die verarbeiten und die nächsten setze ich, keine Ahnung, da vorne hin oder so. Vielleicht hat er auch bloß Probleme gehabt, weil hier auch welche standen und der war verwirrt und wusste nicht, wo er sie rinschmeißen sollte. Ach, da vorne hat er auch zwei reingeschmissen. Das könnte möglich sein. Diese Möglichkeit besteht. Oh, ich wollte auch noch schauen, ob es irgendwie eine Mod gibt, dass man auch schräg setzen kann, aber ich glaube nicht, ne? Das wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Ich will ein Pavillon haben. Einen richtigen. Kein Viereckchen. Ich möchte mal eine andere Form haben. Könnten die das mal für uns formen? Ist ja, ja nicht formbar ist das. Will das nicht. Will das nicht. Gut. Da. Da muss das hin. Da muss das hin. Und das muss dazwischen. Was muss das muss? Ellie hält aber wacker da vorne die Front. Also, die ist stets. Hab dich erwischt. Brauchst du ja nicht so. Oh, jetzt komme ich aber zurück jetzt. Ho, 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 ho. Ich hab's gesehen, du Queroland. Aua. Habe ich mich selbst gefoppt. Verdammt nochmal. Hast nochmal Schweine. Kackst du schon wieder? Ich krieg dich stumm rein, du. Kacke in deine eigenen Ecken, du Penner. Dann nimm mal das Krieg hin. Du Mörder! Naja, gut. Man muss ja von irgendwas leben. Die mokst alles ab. Er kackt mir eine Bude rein. Jedenfalls sieht er danach aus. Doch nicht normal. Das ist ein krankes Spiel. Ich mag es. Sie ist sehr schnell. Verdammt, ist sie schnell. Das ist mir zu schnell. Eiergrätsche! Flup!
Ja, gut, aber das funktioniert auch noch nicht. Also, er nimmt. Könnt mir vorstellen, dass es auch daran liegen tut, dass es nicht auf dem Grün stehen tut. Dass er das irgendwie nicht abhaben kann oder so. Das ist wie eine Katze so auf Gittern, wisst ihr? Denn die laufen ja auch nicht drüber. Ehrlich, läuft nicht über Holz. Irgendwie komme ich mir schon so ein bisschen beobachtet vor. So ein ganz kleines bisschen so. Ey, pass auf da! Eier, Grätsche! Und ich habe wochenlang nicht geduscht. So, okay, also. Gut, dann werde ich das jetzt wegmachen. Ich werde da. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ich werde das jetzt wegmachen. Deswegen vielleicht. Das kann natürlich auch Sinn, ne? Also. Weil es waren ja vier Stück hintereinander. Und ich stelle die jetzt mal hier hin. Vielleicht saß er sich jetzt. Jetzt schaffe ich's. Und dann lasse ich ihm das auch schaffen. Schaffe, schaffe, Häusel bauen. Ups. Ja, du mich auch. Versuche hier Kelvin das Leben ein bisschen leichter zu machen. Er hat's nicht einfach. Er ist dumm. Dumm wie Brot. Ich wollte doch da, dass es darin. Oder kann ja jetzt, weil hier auch so ein Balken fehlen tut, nicht hier so. Wäre auch gleich los, ne? Nee, er kommt schon wieder. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Rätsel zur Lösung. Nö. Habe ich nicht. Ein Irrglaube. Aber ich werde jetzt ihn da hinsetzen und werde. Nee. Setz die Villa dahin, Zwehe. Und dann schauen wir mal, ob der ihn dit füllt oder ob er dit füllt oder ob er gar nichts füllt. Dit würde ich jetzt nicht füllen, fühlen. Aber es ist Kelvin. Da drücken wir noch ein Auge zu. Wo ist er denn? Ach da. Drücken wir noch mal ein Auge. Hab dich. Kinjut-Versteck, Elvin. Das müssen wir noch mal üben. Das müssen wir noch mal üben. Jetzt ja schon wieder. So. Aber ich glaube, ich muss ihm dann auch noch mal neu zeigen, ne, dass er Dinge machen soll. Ich glaube schon, ne. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Kelvin! Nicht nein. Doch. Muss ja irgendwann mal, irgendwann muss es doch mal funktionieren, Junge. Emma? Und, ah, steht doch. Behälter füllen. Bitte. Und versuche doch wenigstens jetzt mal. Der wird sich jetzt denken. Blablabla. So in der Richtung. Ich werde jetzt, wenn ich jetzt abspeichere und Pause mache, dann ist das ja auch für ein Puppis gewesen. Dann muss ich das nachher nochmal machen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ein bisschen gehabt. Ich fand es eigentlich ganz. Ich fand es gut. Ich. Ja, es kann besser, aber. Ja, gut, ne? Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschö. Bye, bye.